Ja, wir wollten 3 Punkte jetzt mal auch international holen und das ist uns gelungen. War ein schweres Stück Arbeit bis zum zweiten Tor, weil wir sehr viele Möglichkeiten hatten. Und das ist immer ein bisschen gefährlich bei den Platzverhältnissen auch, dass mal ein Ball durchrutscht. Und ja, Gott sei Dank zweite Halbzeit dann das zweite gemacht und dann hat der Gegner noch versucht, ein bisschen mehr aufzumachen. Und unsere Spieler haben die Räume dann sehr gut ausgenutzt und dann haben wir es sehr gut gemacht. Jeder Spieler will unbedingt spielen und wir üben im Training verschiedene Varianten, verschiedene Formationen. Deswegen weiß auch jeder Spieler, wie er sich zu verhalten hat auf dem Platz. Ist natürlich einfach, wenn du so einen Lauf hast wie wir aktuell, dann geht halt vieles auch von alleine oder automatisch, wie man so schön immer sagt. Wir haben einen super Kader und in der Offensive sind wir sehr, sehr flexibel, können viel rotieren und wechseln und die Spieler, die dann frisch reinkommen, sieht man ja, mir seine Spielfreude und hilft nur der Mannschaft und das weiß auch jeder Einzelne, wenn er mal raus muss. Und der Trainer trifft die beste Entscheidung und dahin gehen oder versucht es. Und die Spieler, glaube ich, sieht man auch zahlen zurück. Ja, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr starken Kader, egal wer spielt und wir haben viele Möglichkeiten zu wechseln und egal wer spielt, bringt seine Leistung und deswegen, dass die Mannschaft ist viel stärker. Die Mannschaft ist viel stärker als viele andere Mannschaften. Ich glaube, hat man gesehen, wer steht auf der Bank heute und wer spielt. Nächste Woche wird vielleicht anders auch gegen Bayern und versuchen immer unsere Leistung zu bringen. Ja, wir haben ja gesagt, die nächsten 2 Spiele sind auch da ein bisschen richtungsweisend, jetzt zu Hause und dann auf Zypern. Und ja, wenn wir die 2 Spiele gewinnen, dann hast du einen riesen Schritt gemacht. Und jetzt war heute mal der erste Schritt und dann in 2 Wochen geht es dann weiter.